Schön, dass ihr da seid und nicht hier. Und damit herzlich willkommen zu DVD-Check. Heute gibt's Tipps fürs Wochenende und dazu noch eine Verlosung. Ja, wie schon gesagt, verlosen wir heute eine Kleinigkeit. Wir haben von der Videothek, also aus der Cinemathek, eben was bekommen, das wir verlosen können. Hier haben wir einmal ein Poster von Ich einfach unverbesserlich 2. Ich breite das Ganze mal ein bisschen aus hier. Ja, nur mal, dass ihr es seht. Also das könnt ihr gewinnen heute. Was ihr da machen müsst, einfach in die Kommentare schreiben, warum ihr das haben wollt. Wir suchen uns dann einen glücklichen Gewinner aus. Und genau, und dann sage ich jetzt gibt's die Tipps fürs Wochenende. Wir fangen mal an. Samstag um 20.15 Uhr auf Sat.1 haben wir Real Steel, ein Action-Drama mit Hugh Jackman, eine ziemlich neue Geschichte, die wirklich gut gelungen ist. Hier geht es eben um einen Ex-Champion, der mit einem Boxroboter an illegalen Boxkämpfen teilnimmt. Und ich finde, das ist eine ziemlich neue Geschichte, die wirklich gut umgesetzt wurde. Dann haben wir auf Tele5 mal wieder Trash Alarm. Achtung, wir haben hier Arachnia. Wie schon im Titel hört, ist es ein kleiner Trash-Film. Was heißt kleiner Trash-Film? Es ist eigentlich fast eine kleine Kopie von Arach Attack. Hier geht es eben wieder um Riesenspinnen oder so etwas in der Art. Also kann man sich bestimmt mal anschauen, wenn man Trash-Filme liebt. Dann haben wir Sonntag auf RTL Breaking Dawn Teil 1. Ich weiß, also ich bin jetzt nicht so der Twilight-Fan, aber man kann es ja mal als Tipp ansprechen, denn der Film war sehr erfolgreich in den Kinos und den werden bestimmt einige anschauen. Und deswegen habe ich gedacht, tue ich den mal mit meine Tipps rein und schauen. Also ich schaue ihn mir bestimmt nicht an, aber es gibt bestimmt viele, die sich ihn anschauen. Dann haben wir meinen persönlichen Favoriten auf Pro7 um 20.15 Uhr. Mit Rango. Wir haben hier ein kleines Remake, würde ich sagen, ein kleines Cameo, das eben ein bisschen von Django Unchained abschaut. Hier geht es eben um ein Chamäleon, das eben ein ganz großer Held werden will. Im Westen wird das alles gespielt. Sehr gute Animation, muss ich sagen. Ich werde mir den Film vielleicht wieder anschauen. Ich habe ihn ja schon gesehen. Und ich muss sagen, wirklich ordentlicher Animationsfilm, den man mit der Familie anschauen kann, wirklich guten Witzen dabei, also den kann ich echt empfehlen. Danach anschließend gleich auf Pro7 haben wir die Expendables. 22:30 Uhr, wenn ich mich nicht irre. Ja, was soll ich dazu sagen? Ich habe den Film noch nicht gesehen. Ich habe von vielen gehört, der ist gut, von vielen auch gehört, der ist nicht so gut. Wir haben ja natürlich eine tolle Besetzung mit Sylvester Stallone, Arnold Schwarzenegger, Bruce Willis. Also es geht ja hier eigentlich fast nur gegen Metzel und Expendables hört sich gut an. Vielleicht werde ich ihn mir mal angucken und schauen, was ich daraus gelernt habe aus diesem Film. Es gibt ja einen Zweier und der Dreier kommt ja auch mal raus. Also mal sehen, Leute, was ihr euch anschaut und macht beim Gewinnspiel mit. Denn es gibt natürlich ein Plakat, wie schon erwähnt. Ihr müsst natürlich in den Kommentaren schreiben, warum ihr das Plakat haben wollt. Dann bekommt ihr es und dann schreibe ich denjenigen an, der es gewonnen hat. Genau, und dann funktioniert das so. Und dann sage ich bis zum nächsten Mal bei DVD-Check. Ciao.